Wir sind inzwischen in Jerusalem und kamen von Galiläa hoch. Und hier in Jerusalem haben wir schon einige Stationen durchgemacht. Heute ist unser letzter Tag und heute Morgen haben wir unseren 51. Kindergarten eingeweiht. Und es war so wunderbar mit diesen kleinen Knirpsen. Und die hatten so eine Freude, dass so viele Menschen da waren und waren richtig begeistert über uns. Ja, hier sind wir im Gartengrab und das ist was Wunderbares. Ein Paradies eigentlich mitten im Trubel von Jerusalem. Gestern haben wir in Jerusalem angefangen mit Gethsemane. Da hatten wir den besten Gottesdienst, den wir je in Gethsemane hatten, aber auch natürlich dieses Mal. Und Gott hat einfach während der Andacht so viele Wunder getan. Es war einfach herrlich. Und wir erleben so vieles hier und die Gruppe erlebt einfach Gott, nur indem sie zuhört, es annimmt und es wirkt sofort. Die Gruppe hat so eine Freude und es ist auch so was Schönes, diese Gruppe zu leiten. Und jetzt gehen wir gleich zum Essen, dann noch nach Bethlehem und morgen geht's leider wieder nach Hause, noch bei Joppe vorbei in Tel Aviv, in Joppe. Und dann geht's wieder nach Hause. Es war eine Reise so erfüllt mit der Kraft Gottes, so viel Freude und so viele wunderbare Leute. Das war einfach schön. Ja, und eine wunderbare Reise geht morgen zu Ende und wir freuen uns auch wieder auf zu Hause, bis wir euch wiedersehen. Bis bald. Bis bald.